Hi, mein Name ist Arno und im nächsten Film dreht sich alles um dein Sixpack. Wie kriegen wir überhaupt ein Sixpack? Wichtig ist, dass wir den Bauch in allen Ebenen trainieren, dass wir ihn immer wieder mit neuen Reizen überraschen, abgesehen jetzt nur von klassischen Crunches. Und ich möchte dir zeigen, wie du deinen Bauch optimal herausfordern kannst und mit welchem Gerät vor allen Dingen auch die Neueinsteiger oder Wiedereinsteiger sagen können, wie schaffe ich überhaupt saubere Crunches? Und zwar zeige ich euch Übungen mit dem Bosu. Der Bosu, der Name sagt es fast schon, ist Both Sides Utilized. Man kann beide Seiten nutzen. Wir werden ihn also in dieser Position verwenden. Ich werde ihn aber auch mal umdrehen und mit der instabilen Unterseite verwenden. Und jetzt zeige ich euch, was man mit dem Ding alles machen kann. Wir starten mit den klassischen Crunches. Vielleicht kennst du auch das Gefühl, dass du schon mal auf der Matte liegst und das Gefühl hast, manchmal reicht die Kraft nicht aus, um richtig hochzukommen. Der hier unterstützt dich durch seine leichte Oberfläche, die instabil ist, nachher in der Bewegung. Das zeige ich dir jetzt. Und zwar hast du hier auf dem Dom, so nennt sich diese Wölbung, verschiedene Ringe, die ich jetzt gleich nutze, wo ich dir sage, wo du dich am besten hinsetzen sollst. Wir nutzen jetzt einmal hier unten die Ringe. Und zwar gehst du mit dem Po ganz leicht an die Kante, dass du das Gefühl hast, du rutschst schon fast runter und nimmst am Anfang die Hände erstmal so zu den Schultern. Du kannst von hier aus einmal dich ganz bequem auf diesen Dom legen. Der unterstützt jetzt die Lendenwirbelsäule und dann kommst du von hier aus mal langsam wieder hoch. Und jetzt merkst du schon, das würdest du vielleicht am Boden gar nicht schaffen. Das heißt, hier wird der Bewegungsradius wesentlich größer. Hände darfst du jetzt gerne mal unter den Kopf nehmen und dann von hier aus mal so ein paar Crunches auf dem Bosu austesten. Der Kopf bleibt lang, Atmung über den Bauch, kraftvoll nach innen ziehen und dann versuche hier erstmal bei der ersten Übung 20 Wiederholungen von den klassischen Crunches zu machen. Jetzt wird es aber schon eine Spur schwieriger und zwar werden wir jetzt die Instabilität nutzen. Halte dich erstmal an diesem Dom so ein bisschen fest, leg dich leicht nach hinten und heb von hier aus mal die Beine an. Jetzt merkst du schon, man kippt ein bisschen nach vorne, aber das ist völlig in Ordnung, weil jetzt kommen die Arme nämlich noch dazu, die dich hier stabilisieren und dann kippt man schon leicht nach hinten. Jetzt geht es darum, ein Gleichgewicht zu schaffen. Und zwar schiebst du einmal ein Bein nach vorne und gleichzeitig beide Arme. So ist das Gewicht ausgeglichen. Das ist jetzt die Körperwaage auf dem Bosu. Ja, für diejenigen, die normalerweise hier ein bisschen Probleme mit Hals-Nackenbereich haben, die machen das Ganze eventuell eher in einer leichten Variante. Ihr könnt euch auch setzen und dann erstmal hier die Beine anheben, ausstrecken, wenn es der Hals nicht ganz so belastet. Von dieser Bewegung auf jeder Seite 10 Stück strecken. Das ist die Körperwaage, die ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber probier es mal, dafür ist der Bosu einfach perfekt. Jetzt kommen wir zum Klassiker, darf nie fehlen beim Sixpack-Training, und zwar der Plank. Ganzkörperübung, trainiert aber im Fokus natürlich die Körpermitte. Wir gehen einmal auf die andere Seite, hinter den Bosu. Du hast in den Mittelpunkt immer das Logo. Das umklammern wir so ein bisschen mit den Armen. Locker abstützen mit beiden Ellenbogen, die Mitte finden und von hier aus einmal Beine ausstrecken. Jetzt könnt ihr euch einen festen Zeitpunkt nehmen, wie lange ihr das halten möchtet. Vielleicht schlagt ihr euch auch beim jedem Training, das heißt immer mal so 10 Sekunden mehr. Oder ihr variiert, hebt mal die Beine. Meine Lieblingsübung hier ist der Spider-Man. Der ähnelt so ein bisschen diesem Hochkrabbeln, wo Spider-Man das Hochhaus hochwandert. Beide Beine ziehen dabei seitlich zu den Schultern. Und dabei nie den Fokus auf den Bauch verlieren. Such dir erstmal deine Alternative. Level 1, halten. Level 2, Füße leicht heben. Level 3 ist der Spider-Man nach vorne. Und das Ganze so 20 Mal. Wir kommen jetzt zu den Sidekicks oder auch Concon. Und zwar setz dich zu dieser Übung mal mit dem rechten Po ganz leicht oben auf den Mittelpunkt. Rechte Hand bleibt unten und die linke Hand ist hinter deinem Gesäß. Du hebst die Beine einmal an und von hier aus schiebst du jetzt beide Beine in die Länge raus
Der Oberkörper bleibt komplett stabil. Wenn du das steigern möchtest, hebst du diese Hand mal ein bisschen an, dann wird es natürlich wackeliger. Und wenn du wieder Kontrolle brauchst, die Hand ruhig wieder nach hinten nehmen. Das wäre jetzt schon die fortgeschrittene Variante. Wenn du es etwas leichter haben möchtest, nehmen wir ein Bein raus. Dann hältst du das untere hier und streckst nur das obere. Das reicht auch schon. 20 Wiederholungen auf der rechten und dann wird einmal gewechselt. Jetzt drehen wir das Ganze mal um, das Spiel, und zwar den Bosu einmal wenden. Plattform einmal an den beiden Griffen nehmen, absetzen und schon haben wir eine perfekte Fläche, wo wir drauf sitzen können oder uns stabilisieren können. Die erste Übung wird jetzt eine weitere Plank-Variante sein, aber nicht mehr im Unterarmstütz, sondern im hohen Handstütz. Du hast hier so leichte Griffmulden, die kann man nutzen. Du kannst die Hände aber auch flach auflegen. Wir kommen jetzt zum Bobfahrer. Was ist der Clou beim Bobfahrer? Vorhin haben wir beim Plank die Mitte trainiert. Du gehst nochmal in einen Stütz. Achtest darauf, dass die Hände exakt unter deinen Schultergelenken stehen. Und jetzt machst du Folgendes. Du gehst jetzt wie vom Gefühl her wie in so einer Bobbahn und legst dich mit dem gesamten Körper in die Kurve. Dadurch musst du jetzt reflektorisch mehr die rechte und mehr die linke Seite deines Bauches anspannen. Der größte Fehler wäre jetzt hier, nur durch die Arme zu arbeiten. Das wollen wir jetzt nicht. Wir sind beim Sixpack. Von daher, Bauch reinziehen und reinlegen. Und mach das Ganze mal 20 Mal. Das ist eins. Und das wäre die 2, das heißt 10-mal im Wechsel. Das ist so ein bisschen auch so dieser spielerische Charakter, den man mit dem Bosu hat, der wirklich auch Spaß macht und der einfach mal neue Reize für den Bauch setzt. Jetzt setzen wir uns mal eine Runde. Wir machen aber kein Päuschen, sondern wir kümmern uns wieder um den Bauch. Genau, halt den am Anfang erstmal fest. Versuch den Mittelpunkt zu finden. So, teste das Ganze mal aus. Wenn du dich nach hinten legst, ob das passt. Das ist wie jetzt in so einem Liege- oder Schaukelstuhl. Der hat leider keine Rückenlehne. Heb mal die Arme einmal an. Jetzt muss der Bauch schon aktiv arbeiten. Du hast die Spielerei mit dem Bosu unter deinem Becken. Und jetzt versuch mal, das erste Bein zu heben. Gesicht darf jetzt auch konzentriert sein. Zweites dazu. Und halten. Genau, du siehst jetzt bei mir auch diese vielen kleinen Bewegungen. Wir haben jetzt eine statische Haltebewegung und viele kleine Muskeln, die wir sonst bei normalen Crunches nie erreichen. Das heißt, hier geht das Training wirklich mal in die Tiefe. Versuch den Sitz Level 1 oder Level 2 am Anfang mal so 15 Sekunden zu halten und bei jedem Training setzt du immer 5 Sekunden obendrauf. Wir kommen zu den letzten beiden Übungen. Wir drehen von hier aus den Bosu wieder um. Beide Griffe wieder nehmen, einmal wenden. Und hier seht ihr auch, das ist wirklich eine rutschfeste Fläche, wo der Bosu sicher steht. Wir haben jetzt wieder unseren Dom, also unsere Kuppel, die wir nutzen. Und wir kommen zu den seitlichen Partien des Bauches. Und dazu legst du dich oder setzt du dich einmal mit dem Becken auf das Logo, gehst dann von hier aus einmal nach unten, legst den Ellenbogen ab, kannst die obere Hand auf den Bosu wieder fixieren, beide Beine in die Länge schieben und dann von hier aus. Ja, diesen leichten Space, den Raum nach unten nutzen und dann von hier aus nach oben anheben. Auch die Übung kennt man in der Bodenlage, da ist es häufig aber auch schwierig, die Beine überhaupt erstmal vom Boden wegzukriegen. Hier unterstützt und supportet dich der Bosu so ein bisschen. Du hast mehr Raum und hast jetzt hier eine höhere Effektivität, einen größeren Bewegungsradius für die seitlichen Bauchmuskeln. Machen wir 20 Mal rechts und 20 Mal links. Und wer jetzt sagt, das ist ja noch gar nichts, der macht das Ganze mit der Hand nach vorne gestreckt oder die Schere. Auch die Variante trainiert die seitlichen Bauchmuskeln, Arm ausstrecken. So könnt ihr alles Mögliche machen.
und dann von hier aus einmal lösen. Jetzt kommen wir aber zur spektakulärsten Übung, zum großen Finale für den Sixpack. Da sind auch ein bisschen die Beine drin. Ich zeige euch den Sit-Down and Stand-Up. Als allererstes müsst ihr nachher gucken, wenn ihr sitzt, dass ihr hier in die Linie nach hinten kommt. Das ist die perfekte Ausgangsposition. Und es geht ein bisschen um die Mobility eurer Hüften, weil ihr nehmt den Schwung der Arme über die Mitte mit, legt euch nach vorne und kommt dann in den Stand nach oben. Tief auf den Po so drauf fallen lassen. Das ist am Anfang so ein bisschen ungewohnt. Und wieder hoch, weil hier ist der Po so derjenige, der dich als Trainingspartner abfängt. Am Anfang reicht vielleicht auch erstmal nur bis hier zu gehen. Zack. Und wieder aufstehen. Rumpfaktivität. Arme gerne ausstrecken. Und dann wieder hoch. Und das Ganze am Anfang 10-mal. Und dann von hier aus einmal setzen. Ja, die letzte Übung ist nicht nur für den Sixpack, sondern die fördert natürlich auch ein bisschen das Herz-Kreislauf-System. Wenn du den Boso noch nie getestet hast, musst du es auf jeden Fall mal erfahren, um den Sixpack vielleicht mal an neue Grenzen zu führen. Den gibt es natürlich auch in der Black Edition, den gibt es in Blau. Versuch das Thema mal anzugreifen, klick hier, um weitere Produktinformationen zu kriegen. Und dann sehen wir uns demnächst auf dem Boso.